Der Ölpreis ist durch die Decke gegangen, die Gewinne der Ölkonzerne sind hoch und dadurch haben wir bei einer Ölaktie, die noch nicht besonders stark gestiegen ist, jetzt eine Dividendenrendite von über 15%. Wie kommt das und was sind die Hintergründe? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Kleiner Nachtrag zu meinem Video von letzter Woche. Da ging es ja auch schon um Ölaktien. Joe Biden hat die amerikanischen Ölkonzerne scharf kritisiert. Hier die Schlagzeile vom Manager-Magazin. US-Präsident, Klammer auf, SIC, Klammer zu, greift Ölindustrie an. Exxon hat dieses Jahr mehr Geld verdient als Gott. Was uns einen Hinweis auf eine ganz andere Frage liefert. Wie viel verdient eigentlich Gott? Wenn wir Joe Biden glauben, dann war sein Gewinn im ersten Quartal auf jeden Fall schon mal unter 5,5 Milliarden Dollar. So viel hat nämlich Exxon verdient. Und mit 5,5 Milliarden Dollar, da liegt er sehr wahrscheinlich auch deutlich unter den Markterwartungen. Dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, er hat seinen Sitz ja im Vatikanstaat. Ist so, ist egal, was Ihnen die Protestanten erzählen. Und im Vatikanstaat gibt es aber weder Einkommensteuer noch Kapitalertragsteuer. Darum muss man so Vergleiche natürlich mit Vorsicht genießen. Aber der US-Präsident, der wird schon wissen, was er so von sich gibt. Er greift also die Ölkonzerne an, weil sie angeblich ihre Steuern nicht zahlen, weil sie zu wenig investieren und vor allem natürlich, weil sie an diesem hohen Ölpreis gerade so furchtbar viel verdienen. Klar, es ist Wahlkampf, die Wähler sind sauer wegen den Benzinpreisen und so weiter. Und ich will die Ölindustrie jetzt auch gar nicht verklären. Aber wir sind jetzt natürlich genau wieder an diesem Punkt. Also warum soll jemand noch ein unternehmerisches Risiko tragen, wenn er dann damit nichts verdienen darf? Und die Öl- und Gaskonzerne, die haben ja eben auch darum so wenig investiert in den letzten Jahren, weil das politische Umfeld für Öl und Gas so schwierig war. Und weil ja nicht zuletzt auch Joe Biden gesagt hat, man will diesen Sektor eigentlich abschaffen. Und das ist jetzt eben auch ein Teil des Problems. Gut, dass wir als Anleger nicht angewiesen sind auf so wirtschaftsfeindliche Länder wie die USA. Man kann auch investieren in lupenreine Marktwirtschaften, so wie China. Sie haben am Dienstag von uns einen Report bekommen, da haben wir die drei großen Ölkonzerne aus China porträtiert. Der Report ist jetzt im Archiv, können Sie jederzeit nachlesen und das ist auch alles gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Die chinesischen Ölkonzerne. Die sind durch die Bank staatlich. Die werden kontrolliert von staatlichen Muttergesellschaften jeweils. Und die Aktien von denen, die haben natürlich in gewisser Weise schon auch von dem hohen Ölpreis gerade profitiert, aber nicht in dem Maße wie die westlichen Ölaktien jetzt. Die sind alle noch ziemlich niedrig bewertet und sie setzen natürlich auch Staatsziele um, diese staatlich kontrollierten Unternehmen. Aber was es in China nicht gibt, das ist, dass man denen jetzt sagen würde, fahrt mal euer Geschäft zurück, weil China hat einen immens hohen Energieverbrauch. Es ist auch wahnsinnig abhängig von Ölimporten und die sind deswegen auch sehr dahinter, dass die Firmen so viel Öl fördern wie möglich. Und was es da auch nicht gibt, was man vielleicht vermuten könnte, das ist, dass die Konzerne jetzt Benzin und Diesel besonders billig abgeben müssen am Markt. Die Preise sind kontrolliert, das ist tatsächlich so, aber das sieht die Regierung pragmatisch. Wenn die Preise international steigen, dann steigen sie in China eben auch. Diese Woche sind sie wieder angehoben worden. Das war in diesem Jahr jetzt schon die 11. Preiserhöhung. Und die Ölkonzerne, gerade weil sie auch zum Teil staatlich sind, die sollen ja auch ein bisschen was verdienen. Eine von diesen drei Aktien, die ist besonders auffällig, nämlich China Petroleum and Chemical Corporation, auch genannt Sinopec, ist aber nicht zu verwechseln mit Sinopec Shanghai. Sinopec Shanghai ist auch börsennotiert, das ist eine Tochtergesellschaft, die vor allem mit Petrochemie, beschäftigt ist. China Petroleum and Chemical, die sind auffällig wegen der Kennzahlen.
Die Aktie ist bewertet mit einem KGV von 5,4 auf den für dieses Jahr erwarteten Gewinn. Sie wird gehandelt mit einem Abschlag von über 50% auch auf den Buchwert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Konglomeratsabschlag und vielleicht noch ein Staatskonzernabschlag und dann auch noch einen gewissen China-Abschlag. Aber ein bisschen übertrieben ist es natürlich trotzdem, weil Sinopec ist ja jetzt nicht irgendeine Klitsche, sondern es ist ein Konzern mit 70 Milliarden Euro Börsenwert umgerechnet. Und es ist auch ein Konzern, der seit mindestens 20 Jahren immer positive operative Cashflows abgeliefert hat. Es hat kein Jahr gegeben in diesen letzten 20 Jahren, in dem es nicht so war. Und die Aktionäre sind auch gut daran beteiligt. Sie haben letztes Jahr eine Dividende ausgeschüttet von 0,5657 Hongkong-Dollar je Aktie und das ist auf den gestrigen Schlusskurs eine Dividendenrendite von 15,8%. Und für dieses Jahr ist die Schätzung etwas niedriger, da wären wir aber immer noch bei 15,3%. Wo gibt es sowas noch? Ich habe die Aktie hier schon ein paar Mal gesprochen, meistens eher positiv. Und wie gesagt, die anderen chinesischen Ölaktien sind auch relativ günstig noch. Die werden aber am Markt ein bisschen mehr geschätzt, zumindest als Sinopec. Breit aufgestellt sind sie alle, aber PetroChina und SNOC, die sind im Vergleich stärker aktiv im Upstream-Bereich, also die Förderung von Öl und Gas. Das ist im Moment auch das Profitabelste bei den Preisen, die wir haben. Sinopec hat besonders viel Downstream auch, also auch Raffinerien, Petrochemie, die Produktion da eben von Tausenden von Chemikalien und fossilen Kunststoffen und eben auch Vertrieb und Verkauf. Die haben zum Beispiel in China auch das größte Tankstellennetz mit 30.000 Tankstellen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Geschäft. Und da kann es auch mal sein, dass bei einem hohen Ölpreis der Gewinn und die Margen auch zurückgehen. Vor allem, wenn dann noch die Konjunktur schwach ist und dementsprechend die Nachfrage dann schwach ist. Und die war auch 2021 nicht besonders hoch, als die Ölpreise gestiegen sind. Da hat sich das Wachstum ja im zweiten Halbjahr eingetrübt in China. Und jetzt im zweiten Quartal mit den ganzen Lockdowns, da ist es wahrscheinlich genauso. Also wir haben sehr wahrscheinlich jetzt auch wieder Margendruck und einen Gewinn, der nicht mehr so hoch ist wie im ersten Quartal, der auch schon nicht so besonders war. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal, das war noch bei 34%, das Gewinnwachstum war aber nur bei 24%, weniger stark auch als bei der Konkurrenz. Und das auch nur darum, weil sie den Wert von dem Öl und Gas, das sie gerade gebunkert haben, den haben sie in der Bilanz höher ansetzen können. Sie haben viel davon zurückgehalten für die erwartete Nachfrageerholung im zweiten Quartal, die jetzt aber eben wahrscheinlich doch nicht kommt. 2021, da war alles noch ganz hervorragend, ein Gewinnwachstum von 114% auf 11,3 Milliarden Dollar, der höchste Gewinn seit einem Jahrzehnt, was dann ja auch diese hohe Ausschüttung ermöglicht hat und zusätzlich noch ein Aktienrückkaufprogramm. Auch sowas ist ja immer sehr positiv. Wie wird es dieses Jahr? Dieses Jahr soll, sagt der Konzern, die Öl- und Gasproduktion nochmal leicht steigen, vor allem die Gasproduktion. Dann Sinopec geht auch davon aus, dass sich im zweiten Halbjahr zumindest die Nachfrage wieder erholt und dass sich auch die Raffineriemargen und die Petrochemiemargen verbessern eigentlich und dass die Ölförderkosten fallen. Letztes Jahr waren sie bei 17 Dollar pro Barrel, das war auch schon sehr gut. Aber dieser Ausblick jetzt, der war im April und jetzt ist Mitte Juni und wir haben eben immer noch Lockdowns in China. Und man sieht auch, es ist eben auch alles nicht so richtig gut prognostizierbar bei Sinopec. Und das war auch die letzten Jahre ein Problem. Das hat der Aktie auch zu schaffen gemacht. Hier der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Es war eine Zeit, da hat es natürlich auch den Handelskonflikt gegeben und es war eine Zeit auch, wo erstmal der Ölpreis ja auch nicht besonders hoch war und dann noch die Corona-Krise. Wir sehen aber, die Aktie hat sich davon bis jetzt auch noch nicht wirklich erholt, trotz einem deutlich gestiegenen Ölpreis. Zum Teil, weil China-Aktien allgemein schwach waren in den letzten anderthalb Jahren, aber natürlich auch, weil die Aussichten eben gemischt sind. Und die hohe Dividendenrendite, die kommt eben auch nicht nur durch hohe Gewinne, sondern auch, weil die Aktie stark gefallen ist.
Und viele Analysten, die sind auch jetzt ja nicht besonders begeistert von Sinopec und gehen da jetzt eben auch eher von Enttäuschungen aus. Was man aber auch sagen muss bei den Ganzen, also bei aller Skepsis, Sinopec ist immer noch ein Unternehmen mit Milliardengewinnen, die natürlich schwanken. Die Frage ist aber meines Erachtens, ob das wirklich so dramatisch ist. Dass, wie gesagt, die operativen Cashflows seit dem Jahr 2000, also das, was operativ verdient worden ist und reingekommen ist. Es hat Phasen gegeben, da war der auch mal rückläufig, aber er war immer hoch eigentlich und er ist auch auf lange Sicht unterm Strich deutlich gestiegen. Können wir also davon ausgehen, dass wir auch die nächsten Jahre noch Dividendenrenditen haben werden von 15 oder 16%? Ich würde nicht darauf wetten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch die nächsten Jahre zumindest viel Geld da sein wird für Dividenden, die dann immer noch relativ hoch sein werden. Was die chinesischen Unternehmen normalerweise nicht machen, das ist ja, dass sie die Dividenden immer oben halten, auch wenn die Gewinne jetzt zurückgehen würden, so wie das viele Firmen bei uns machen. Die schütten ja zum Teil auch dann aus, wenn sie Verluste machen oder so. Das ist eine Idee, auf die kommen die Chinesen jetzt nicht unbedingt. Darum schwanken da auch die Dividenden stärker als bei uns. Und das sind die Ausschüttungen der letzten 5 Jahre. Es sind die absoluten Ausschüttungen, nicht pro Aktie. Und die Linie, die wir da haben, das war dann damals die jeweilige Dividendenrendite. Das ist für uns jetzt nicht so interessant. Und die letzte Dividende, die war eben ziemlich hoch und es ist schon fraglich, ob das so bleibt. Aber wenn wir jetzt den Durchschnitt einfach nur nehmen würden von den letzten 5 Jahren, dann haben wir zum aktuellen Kurs immer noch eine Dividendenrendite von ungefähr 12%. Und im schlimmsten Fall würde ich sagen, da geht sie vielleicht zurück auf 8% bis 10%. Und damit ist aber das, womit wir, also auch wenn wir wirklich pessimistisch sind, das ist schon das, womit wir realistisch rechnen können, würde ich sagen. Und das wäre immer noch sehr hoch, natürlich. Und dass die Dividende wirklich zurückgeht die nächsten Jahre, dafür spricht die Investitionsplanung. Sinopec will viel investieren. Dieses Jahr umgerechnet 31 Milliarden Dollar, ist ein Anstieg um 18% und ist das höchste Budget in der Firmengeschichte auch. Das meiste davon wird gehen in die Upstream-Produktion und Erschließung von neuen Öl- und Gasvorkommen, womit man eben diese Ziele der Regierung auch umsetzt. Und das kann eben tatsächlich heißen, dass man bei der Dividende jetzt auch gewisse Abstriche wieder machen wird. Es sind aber natürlich trotzdem ja auch Investitionen in die Zukunft, in das künftige Wachstum. Also Sinopec ist damit auch zumindest schon mal keiner von den Ölkonzernen, die die Investitionen zurückfahren. Sie haben nach Saudi Aramco und PetroChina im Ölsektor das höchste Investitionsbudget weltweit. Und wo Sinopec auch viel investieren wird, das ist Wasserstofftechnologie und Wasserstoffinfrastruktur. China hat eine ambitionierte Wasserstoffstrategie. Da habe ich ja vor einem Jahr auch schon mal ein Video darüber gemacht. Und Sinopec wird auch in dem Bereich sehr sicher eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Das fällt für einen Anleger jetzt erstmal wahrscheinlich nicht besonders ins Gewicht die nächsten Jahre. Ich finde die Sinopec-Aktie interessant und auch kaufenswert in gewisser Weise, würde ich sagen. Es wird wahrscheinlich keine Kursrakete, aber wenn man das langfristig sieht, dann kann man da, würde ich sagen, schon immer mal kleinere Positionen aufbauen, meiner Meinung nach. Das Kaufargument ist natürlich die Dividende. Und dadurch, dass wir bei chinesischen Aktien eben seit 1,5 Jahren auch eine starke Korrektur gehabt haben, da gibt es inzwischen da auch etliche Aktien, wo wir jetzt sehr, sehr viel Substanz haben, gerade in der zweiten und dritten Reihe auch und auch eben Dividendenrenditen, die erstaunlich hoch sind. Und Sinopec ist da noch nicht mal die interessanteste Aktie. Da gibt es noch ganz andere Sachen im Moment. Aber auch dazu mehr am Wochenende auf www.zukunfts-märkte.de, da wo auch jede Woche unsere Reports finden. China treibt also seine Ölkonzerne an zu Investitionen. Damit zementiert China natürlich auf der anderen Seite auch das fossile Zeitalter. Die US-Regierung wiederum, die entmutigt Investitionen und beschwert sich dann über hohe Ölpreise. Man kann es aber auch immer noch auf die Spitze treiben und das machen natürlich am liebsten die Länder, die gar keine Ölproduzenten haben.
Das Bundeswirtschaftsministerium, das arbeitet angeblich an einem Kartellrechtsentwurf, mit dem man jetzt die Ölkonzerne bei Fehlverhalten oder zu hohen Gewinnen auch zerschlagen könnte. Das kommt wahrscheinlich ganz hervorragend an bei all denen, die wir gerade anbetteln, für das Gas im Winter. In der Praxis wird das sowieso sehr schwierig. Ich schätze mal, wir erproben das jetzt am besten mal bei den russischen Ölkonzernen, würde ich sagen. Die können wir ja per Dekret aus dem Wirtschaftsministerium jetzt ja schon gleich mal zerschlagen, falls die Übergewinnsteuer nicht ziehen sollte. Das ist auch so ein Wahnsinn. Also man wollte ja auch die ungerechtfertigten Gewinne der Ölkonzerne im Moment abschöpfen mit einer 50% Sondersteuer. Auch das wird nicht kommen, höchstwahrscheinlich, aber es wäre schon lustig, weil so wie Robert Habeck sich das vorgestellt hat, da hätte die wahrscheinlich jeder zahlen müssen, der uns noch versorgt mit Öl und Gas, außer die Russen. Oder hätten wir dann einen Brief nach Moskau geschickt, hallo Gazprom, auf eure ungerechtfertigten Gewinne, da wird jetzt eine Übergewinnsteuer fällig, gerne auch zahlbar in harten Rubeln. Ich wäre auf die Antwort schon gespannt gewesen. Aber eins muss man der Regierung schon lassen, natürlich. Sie hat auch in harten Zeiten immer das Wesentliche im Blick. Nehmen wir es zur Kenntnis und wechseln wir unsere Duschköpfe auf. So oder so, Sinopec, eine ganz interessante Dividendenaktie, würde ich sagen, auch wenn sie damit wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen wie Gott. Sie haben aber auch nicht seine Auslagen. Und abgesehen davon mal, die Schöpfung wird seit einiger Zeit dominiert ja von uns Menschen und dadurch entstehen ihm auch Jahr für Jahr ein immenser Abschreibungsbedarf. Nichts für ungut. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für unsere Zukunftsmärkte-Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.